Wahnsinn. Alles neu. Boah. Ja, servus. Ich bin's wieder. Euer Kreishilde. Ich bin wieder da. Ich hab wieder kommen dürfen, weil ich hab mich sehr gut angestellt. Aber weil die Anreise gehabt, bin ein bisschen Ja, ich muss das jetzt mal schnell erklären. Eva hat gesagt, es sind ein paar neue dazugekommen. Und servus, ich bin Kreishilde. Ich war letztes Jahr schon da, weil die Eva, die hatte da keine Zeit. Und heute ist genau wieder so. Die Eva hat jetzt wieder keine Zeit. Die ist wieder weg. Und die braucht natürlich eine tatkräftige Unterstützung. Und da hat sie mich gefragt. Mich, die Kreishilde. Ich freue mich so. Das war letztes Jahr so schön. So schön. Und Eva hat gesagt, sie hat da auch ein Video. Also ich muss ja da immer ein Video machen, weil ihr das ja so liebt. Und da hat sie das dann auch zusammengeschnitten. Also von letztem Jahr gibt es schon was auf YouTube zum Anschauen. Genau. Aber jetzt, heute ist ein neuer Tag. Heute ist der unsinnige Donnerstag. Weil der unsinnige Donnerstag ist mein allerliebster Tag. Und für heute habe ich mir ja was ausgedacht. Da hat die Eva nämlich schon was vorbereiten müssen und hat euch schon einen Brief geschickt, einen elektronischen. Und zwar, ich glaube, vorgestern oder gestern. Und da drin war ein Gutschein. Ein Gutschein, wenn sie heute bestellt, weil das ist ja der unsinnige Donnerstag, allerliebste Tag. Und da packe ich eure Kreishilde eine Überraschung ins Päckchen, wenn sie den Gutschein einlöst. Also wenn sie den Gutschein nicht einlöst, dann wollt ihr anscheinend keine Überraschung nicht. Aber wenn sie den Gutschein einlöst, dann packe ich da was ein. Und jetzt wird das genau passieren und ich gehe zur Mama und wir packen ein Paket oder zwei oder drei mit genau dieser Überraschung. Und die packe ich persönlich jetzt ein. Kreishilde hat gekocht. Unsinnige Donnerstagsgebäck. Ich hab da was auf TikTok gesehen. Das machen wir jetzt auch. Das geht so. Can we skip to the good part? Und ihr seid so süß. Das freut mich ja total, dass ich da sein darf und dass ihr das auch sehen wollt, gell? Und dann habe ich schon eine Nachfrage gekriegt, was ich jetzt so im letzten Jahr gemacht habe. Also, ich habe Sprachen gelernt. Ich habe mich mit Tiersprachen befasst. Ich kann jetzt einiges. Und zwar... Und meine letzte Sprache ist Mäh, Mäh. Ja gut, das ist eine Mischung aus Pferd und Schaf. Aber das bin ich noch in der Übung, gell? Weil da bin ich ganz frisch drin. Und ich kann auch noch was. Und...
Ja, das habe ich also gemacht. Ich habe mich weitergebildet, denn Weiterbildung ist sehr, sehr wichtig. Ja, und dann kann ich ja immer so mit so Tieren sprechen, wenn ich gerade an einem vorbeikomme. Möchte vielleicht noch ein paar Tiersprachen mir aneignen, aber mal schauen, wie ich dazu komme, weil heute war ich ja hier so eingespannt. Heute konnte ich ja quasi gar nicht üben. Und ein Tag Übung, wenn der fehlt, mein lieber Schwan. Schwanisch wäre vielleicht auch noch was. Ja, und heute war ein sehr abenteuerlustiger Tag. Ich habe vorhin gerade mit der Mama noch Geburtstagsgrüße übermittelt. Das war sehr schön. Und dann habe ich heute Pakete gepackt und mir alles angeschaut und Krapfen gemacht. Und E-Mails habe ich geschrieben. Da hat mir jemand Grüße übermittelt, weil sie sich so gefreut hat, dass heute das Paket rausging. Und dann hat sie noch Grüße geschickt, speziell auch an die Grishilde. Und die Grishilde, die bin ja bekanntlich ich. Und das hat mich sehr gefreut. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schreibe ich einfach gleich nur zurück, weil das freut die dann vielleicht genauso, wie es mich gefreut hat. Was weiß man denn? Aber wenn es mich speziell erwähnt, dann freut sie sich bestimmt. Ich habe mich auch gefreut. Ja, weil heute der aller, oder mein allerliebster Tag ist. Nämlich der unsinnige Donnerstag. Das ist der schönste Tag im Jahr. Ich kann es nur immer wieder sagen, gell? Ich weiß nicht, was ist denn bei euch so der allerschönste Tag, aber meins ist ja heute. Der allerschönste Tag. Ja, und jetzt muss ich langsam wieder aufbrechen. Vielleicht darf ich ja nächstes Jahr wiederkommen. Ich hoffe, ich habe wieder mal alles richtig gemacht. Aber die Mama, die hat schon gesagt, sie sagt der Eva, dass das nicht schlecht war mit mir, dass man mich schon brauchen kann. Vielleicht komme ich ja also dann doch nächstes Jahr wieder, gell? Das wäre schön. Ist immer so schön hier. Mal schauen, vielleicht ist nächstes Jahr alles blau. Man weiß es nicht, was der Eva dann wieder so einfallen wird. Aber jetzt muss ich mich langsam auf meine Abreise vorbereiten. Und morgen kommt ja dann wieder die Eva irgendwann, glaube ich. Hat es geheißen. Ah, genaueres weiß man nicht. Ja. Auf jeden Fall habe ich da schon ein kleines Lunchpaket für meine Abreise. Ein paar Kräpfelchen, Krapfen von mir gebacken. Und ein Mittagessen habe ich heute auch gehabt. Ja, weil heute, ja mei, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Es war der Bill da, der Bill aus Alaska. Der hat eigentlich immer Englisch gesprochen. Mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet. Ich habe den ja nicht einmal gekannt. Und der war da so da. Und dann habe ich ein Foto mit dem gemacht. Das könnte ich euch ja dann mal zeigen. Und der war am Mittagstisch dann auch. Und da musste natürlich, wenn schon so ein männlicher Mensch da sitzt, also eine männliche Person, da musste natürlich ein bisschen kochen und eben noch einen Nachtisch vorbereiten. Und das waren eben die Krapfen, weil die kennt er ja nicht in Alaska. Aber der Bill, das ist aus Alaska, ist er so ein Holzfäller-Typ. Ja, und die Krapfen, die haben ihm dann recht gut geschmeckt, weil normalerweise, was kennt er denn in Alaska? Da kennt er ein bisschen Bärenschnitzel und ein bisschen Sushi aus dem, was ist denn das, die Yukon? Da fängt er sich immer da mit die Hände, ja, stellt euch das aber vor, geht er ein in das Wasser und fängt sich da einen Sushi-Fisch aus. Und das isst er dann roh oder manchmal am Steckerl und dann brot er sich das. Es ist Wahnsinn. Also ein Brotteil. Aber dann hat er, weiß ich nicht, das
Ja, aber jetzt habe ich so aktuell in der Bayern, weil sie haben da recht gut gefällt. Ja, also klar, es hat jetzt auch gute Kost gegeben. Gell? Aber je nachdem, was hat es pressiert anscheinend, weil hat nicht einmal Pfirti gesagt, aber das Kappi hat er vergessen. Also hat sie ihm anscheinend so pressiert, vielleicht hat er einen Bären jagen müssen oder einen Biber oder was weiß ich. Flugs war er weg. So, und jetzt zum Abschluss eines Tages. Das weiß ich ja noch, gibt's Gesang und den habe ich letzte Woche auch noch ausgiebigst geübt und deswegen starte ich jetzt den Meistergesang. Und es geht los. Die besten Nudeln! Das beste, beste, oh, ich muss noch mal anfangen. Die besten Nudeln, das beste, beste, schubidu, gibt's heute nur im Nudelnest. Wuhu, schubidu, gibt noch was? Die besten Nudeln, das beste, beste, gibt's heute nur im Nudelnest. Wuhu, schubidu. Ja, und dann sag ich mal, schön was? Es war wirklich ausgesprochen schön. Wirklich Wahnsinn, wahnsinnig schön. Oh, jetzt muss ich mein Brotzeit verlegen. Ausgesprochen schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war ein aufregender Tag. Wirklich wahnsinnig schön. Der Bill, die Karapfen, die Kundschaft. Der schöne Laden, schön ist der geworden. Also ich sag's euch nur einmal, gell? Jetzt quasi heuer zum letzten Mal. Schaut unbedingt in diesen schönen Laden rein. Der wird so schön geworden. Schwarzer Boden, weiße Wände, weiße Decke, helles geworden. Wunderbar, da kann man gerne reingehen. Schönes und gute Nudeln und so habt ihr ja sowieso. Also da herin und Pesto, hab's ja gerade gesungen. Also in diesem Sinne, ich muss los. Ich wünsche euch was, bleibt aufrecht und eure Chris Hilde!